Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Hogwarts Legacy in Hogsmeade zusammen mit Lucy. Hallo. So, okay. Was haben wir denn auf dem Plan? Schauen wir mal, was wir hier noch tun können. Folge den Schmetterlingen. Das könnte ich doch eigentlich mal machen. Mensch, die hat mich schon tausendmal danach gefragt. Und dann habe ich es endlich hinter mir. Das können wir tun. So. In der letzten Folge auch noch vor dem Schloss war noch so eine Accio-Herausforderung. Da hattest du dich so ein bisschen vorgedrückt, weil die beim letzten Mal nicht so gut lief. Oh, du hast es angesprochen. Na, dann muss ich das jetzt wohl tun. Ja. Nein, ich glaube, das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich sogar gewonnen. Also. Das weiß ich gar nicht mehr. Da war dann irgendein Schüler oder so, hat mich da herausgefordert. Mhm. So ein Junge und da hatte ich dann gewonnen. So, okay. Ach, das ist immer so friedlich. Und ich könnte einfach auch mal eine Stunde nur über das Gelände düsen hier. Ja, ist schon echt cool gestaltet, die Welt. So. Da sind sie. Zeigt mir den sie Weg. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Oh, oh. Sumpfrattler. So weit, so gut. Was? Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Nein, der gehört mir! Scheiße. Die haben den jetzt umgebracht, ne? Ich glaube. Muss ja auch so eine bestimmte Anzahl an Sumpfkattlern irgendwie besiegen. Ach siehst du, jetzt hatte ich eine Alraune. Ach nee, habe ich überhaupt noch welche? Ja, ich habe sogar welche. Ja. Egal. Nicht zu den Spinnen, bitte. Danke. Aha. Aha. Sieh sich das einer an. Dann können wir schon wieder zurück. Okay. Bericht mir ihr von der Kiste. Ja, Ron wäre jetzt sehr stolz auf dich, dass du den Schmetterlingen gefolgt bist und nicht den Spinnen. Ja, na klar. Nach Hogsmeade. Der hat das am liebsten selber gemacht. Die Leute reden immer noch davon. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja, doch. Natürlich. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Will er sie meine Geschichte hören? ja, aber leider nichts Aufregendes. Ja, und ich wurde gut belohnt. Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Mach nicht. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. So. Auftrag abgeschlossen. Wunderbar, wunderbar. So, dann machen wir jetzt die Accio-Herausforderung. Hier vorne war das, ne? Mhm. Zack. Freunde, ach, was ich ganz vergessen habe. Ganz vergessen. Morgen. Morgen, liebe Freunde, ist der 24. Ja. Und da kommt das Resident Evil 4 Remake raus. Würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Habe ich auch sehr Bock drauf. Hallo, Samantha. Bist du hier für ein Accio-Duell? Das bin ich. Ich bin sogar ziemlich gut. Ich habe früher ständig mit meinem Bruder gespielt, bis... Naja, egal. Fangen wir an? Nicht jetzt. Ja, bin bereit. Es kann losgehen. Dann beschwören wir mal los. Lass mich raten, das Zeug saugt die Bälle in die Mitte oder was? Ich glaube schon, ja. Shit. Was meinte sie gerade? Ich bin sogar ziemlich gut. Ja.
wohl eher nicht. So, ich fange mal mit dem an. Was ist am besten? Das einfach hier durch, zwischen denen durchziehen vielleicht? Ich denke mal, ja. Könnte ganz gut gehen. Bis zur 50. Ja. So. Akio. Zack. Ja, das war zu weit. Das war zu weit. Da musst du dich schon etwas mehr anstrengen. Ja, ist gut. Spiel erstmal. Oh mein Gott. Okay, ich versuch sie mal runter zu prügeln. Zack. Ja, komm, 50! Das kann ich kaum besser machen. Oh mein Gott. Ich hab nicht gezählt für 50. Leider nicht. Ah! Ja, weiter, weiter! Nein! Knapp. Oh mein Gott. So, aber wenn ich sie jetzt. Pass mal auf, wenn ich sie jetzt stark genug anstoße. Hoffentlich reicht das. Akio. Zack. Nein! Hey, mein Gleichstand. Gleichstand. Das war unglaublich. Ja, was machen wir jetzt? So geht das nicht. Ich verlange ein Entscheidungsspiel. Okay. Das war super. Willst du noch eine Runde? Na klar. Aber gerne doch. Wir müssen das jetzt entscheiden. Wunderbar. Achso, ist das aber jetzt eigentlich noch questrelevant hier? Egal. Ja doch, ich glaube, die Quest ist erst abgeschlossen, wenn du gewonnen hast. Ah, okay. Ja? Es sah nur etwas komisch aus, wie dass der Ball die ganze Zeit so im Kreis ging. So. So. Akio. Vorsichtig, vorsichtig. Oh mein Gott! No. Da musst du dich schon etwas mehr anstrengen. Ach, das ist deine Technik, ja? Alles da? Okay, ich muss mit dem auf die 50 kommen. Mhm. Ja? Nice. Aber die könnten mich jetzt richtig easy runterkicken. Die packt die echt. Okay. So, sie ist bei 70. Ich könnte jetzt auf gelb gehen, aber dann hätte ich auch wieder 70. Wäre wieder unentschieden. Nein, du musst auf grün, genau. Na gut, versuchen wir es mal. Zack. Und ich schieb sie auf 50 oder was? Ja, ich dachte schon. Das kann ich kaum besser. Nein! Ach, nö! Ich hab gewonnen! Boah. Noch eine Runde. Das war super. Willst du noch eine Runde? Ja, natürlich. Aber gerne doch. Wunderbar. Das Spiel ist nicht... Hä? Achso, okay. Ist irgendwie nicht mein Spiel. Was hab ich mir dabei gedacht? Akio. Oh, ich seh... Oh, verdammt. Sie, oh, sie hat dich voll getrickst. Ja, sie ist mit Absicht einfach... So, komm. Oh. Das war unglaublich.
Oh mein Gott. So, wenn ich sie jetzt runterkloppe. Das dürfte jetzt nicht so schwer sein. Berühmte letzte Worte. Akio. Das ist er. Das ist er. Oh, oh. Aber ich... Ja. Das aber du bist... Ja. So unehrenhaft geworden, ey. Aber es ist geschafft. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natti dachte ich, ich könnte dich schlagen. Hey. Ich hab mich wohl überschätzt. Du hast... Du hast mich unterschätzt. Nein, du hast mich unterschätzt. Das war dein Fehler. Das war dein Fehler. Na gut. Aber ein bisschen nach ganzen drei Runden würde dir auch nicht schaden. Ich weiß ja zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück. Ja, danke. Fordere niemals Robin Hood heraus. So, Auftrag abgeschlossen. So. Was haben wir hier noch? Die Schlüssel. Mit den Hausmarken. Kannst du theoretisch schon alle sammeln. Aber ja, da muss halt das Schloss durchkämmen, ne? Naja. Obwohl, ich kann es ja mal versuchen. Kommt denn hier eigentlich rein? Nee. Ich kann es ja mal versuchen, vor allem an den Orten, wo ich noch nicht war. Mhm. Diese Flohflammen. Gibt es hier überhaupt noch welche? Hab ich sie alle gefunden? Ich glaube, du hast alle, oder? Stimmt, dann werden ja die Fahnen, glaube ich, auch schwarz, ne? Oder so, oder grau. Genau. Na schön, dann habe ich alle. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach durch das Schloss zu latschen. Aber gut, zum einen muss man halt die Schlüssel finden, zum anderen findet man ja aber auch diese Schränke, die aufschließen. Genau, dann weißt du halt eben, in der Nähe muss noch einer sein, wenn du uns Huhn findest. Das sind wieder. So, hier geht's irgendein Turm hoch, wahrscheinlich. Astronomie, nee. Nee. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar von diesen Rätseln noch nicht gemacht. Mit den Fragezeichen. Da muss ich auch mal ein bisschen gucken. Professor Ronan. Entschuldigung. Entschuldigung. Was der noch hier hat. Hallo, Romora. Was haben wir hier? Eine Wüstenschale. Oh, hier. Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziele auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. So, und das war's hier drin. Bling. Das ist über mir. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Oh, hier ist wieder so eine Motte, ne? Und da hattest du ja geschrieben, ich habe wirklich vergessen, wie man diese Bilder mit den Motten aktiviert. Man muss erst Lumos, ne, auf diese, damit das genau Bild... vor den Bildern einmal Lumos machen, damit du das halt siehst quasi, wo die Motte sich versteckt hält. Aber da die Motte da sitzt, musst du das Bild schon mal aktiviert haben. Ja. Ach so, okay. Aber dann... Dann müsstest du jetzt quasi nur noch das Bild wiederfinden. So. Und die muss ich ja auch mit Alohomora...
mit Lumos mitnehmen, ne? Ja. Luke und Brattleby muss sich fast eingenässt haben, als du bei den gekreuzten Stäben... Ach, er schon wieder. Erzählt mir jetzt wieder seine Liste. Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht mehr so oft nach Hogsmeade. Zu viel Ablenkung. Alle Ladenbesitzer mögen mich, das weiß ich. So, wo könnte dieses Bild sein? Oh, hier? Juhu. Nice. So. Krypta? Nee. Da wartet der Sebastian auf mich. Oh, Verzeihung. Descendo. Oh. Ich bin gar nicht da. Oh, die tun mir immer so leid, die Truhen. Mhm. Oh, ich habe versagt. Ich schäme mich. Was ist denn hier los? Ich höre es aber auch nirgendwo schnarren. Oh. Gehört das hier eigentlich auch noch zu Hogwarts? Nee, ne? Also wenn ich hier irgendwas finde, eine Handbuchseite oder so? Ich glaube schon, weil hier ist ja der Unterricht für magische Tierwesen. Mhm. Darum müsste das noch dazu gehören, ja. Okay. Aber das siehst du ganz leicht, wenn du auf die Map gehst. So, wenn du noch die Hogwarts-Ansicht hast, dann... ja. Bist du noch in Hogwarts? Okay, also das hier bis auch zum Quidditch-Feld. Genau, das Quidditch-Feld und ja, genau. Hm. Okay. So, hier habe ich vielleicht noch nicht so gründlich geguckt. Große Halle. Ah, sieht schon geil aus hier mit dem ganzen Essen. Gibt's denn heute? Ja, typisches englisches Frühstück. Schön Cholesterin. Spiegel beanspruchen. So, oh guck mal hier. Ein Rätsel. So, es geht schon wieder los. Wir haben eine 7. Das heißt, wir haben noch 17. Das ist eine 9, also 8. Und eine 8 ist diese Spinne. Hui. Ne, jetzt habe ich falsch gerechnet. Spinne ist es nicht. Sind doch 9, ne? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Also 24 minus 7 ist 17. Minus 9. Sind doch 8. Müsste die Spinne sein, ja. Ach, hier gibt's noch mehr. Ich dachte, es gibt nur 3. Oh. So, unten haben wir noch 3. Minus 0. Müssen wir also die dreiköpfige Schlange
Jawohl. Krimskrams, dankeschön. Ich kann immer noch kein Streichholz sein. Ja, gut, also wenn ich jetzt auch keine Schlüssel erstmal finde, können wir erstmal mit den Quests weitermachen. Ja, ich habe halt so nebenbei. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich, wenn ich dann die Hauptstory durch habe und alle Quests und so. Und es geht los. Hey! Wohin? Wohin? Dass ich dann vielleicht nochmal so ein paar Folgen mache, wo ich dann den Rest auch abschließe. Vielleicht. Mhm. Aha. Na komm schon. Zack. Hausmurke. Na gut, haben wir erstmal wieder eine gefunden. Dann würde ich sagen, schaue ich mal nach den Quests. Aufträge. Kann ich noch nicht. Machen wir gerade. Und Gladwin Moon. Ja, dann sprechen wir einfach mal mit Deke. Der oben wahrscheinlich immer noch am Schrubben ist. Oh, okay. Ach, okay. Doch, er ist doch im Raum der Bühne. Ich hab gerade so gedacht, konntest du nicht hinporten? Nee, ich dachte, der steht jetzt irgendwie davor oder so. Ah, Deke ist so froh, Sie zu sehen. Deke ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Deke hat sowas schon mal gesehen. Deke nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deke auch. Sehen Sie? Der Raum wusste genau, was sie brauchen. Und zum Glück kann ihnen Deke zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Deke, wenn Sie bereit sind. Nein, Deke, ich bin bereit. Zeig mir den Schnappsack. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Deke liebt Ausflüge. Nice, da stecke ich alles rein, was mir entgegenkommt. Das war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deke diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön,
wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Oh, Knuddelmuffs. Wir sind da. Dick liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen sie nur nahe genug heran, richten sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Soll also meinen Sack auf den Knuddelmuff richten? Wenn du das willst. So, mit dem Schnappsack werden magische Tierwesen gerettet. Antippen, um den Schnappsack deinem Zauberset zuzuweisen. Alles klar. So, den ganzen Kram hatten wir ja hier. Ups. So. Nein. So. Alles. Oh mein Gott. Mehr Taschen. Mehr Taschen, bitte. So, jetzt, ich weiß nicht mehr, was ich da hatte. Ist auch egal. So, kommt her, Knuddelmuffs. Sind die denn jetzt? Komm her. Zack. Ruhig. Da kommt die Meute, die nehme ich alle mit. Die findet, sie sollten stolz auf all ihre Gebrauchten sein. Weiß nicht, ob die mir irgendwas bringen, aber die sind niedlich. Stell dich doch nicht so an. Echt mal, komm her jetzt. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. So, das sollte erstmal reichen. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Alles klar, machen wir gleich weiter. Ich finde die Logik hinter dieser ganzen Tierwesensache auch so schön. Die Begründung ist ja, dass wir die jetzt einfangen, damit die Wilderer die nicht einfangen. Sind aber trotzdem bei uns eingepfercht? Ja, man redet halt trotzdem davon, dass man die rettet, aber wir reißen die doch auch aus ihrem natürlichen Lebensraum. Nur bei uns haben sie es halt besser als bei den Wilderern, aber im Grunde fangen wir die auch nur ein. Wir können die ja nicht vor den Wilderern retten, wenn die Wilderer die noch gar nicht selber gefangen haben. Ja, das stimmt. Also vor allem kriegen die alle das gleiche Futter. Auch nur ein. Komm her! Dann wollen die das ja gar nicht. Ich will doch nur helfen. Das interessiert nicht. Wir retten die, Lucy. Hey! Komm her! Du wirst gerettet! Das glaubt Professor Howe nie. So, ich hab schon einen, Deek. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. Brauche ich so nicht. Kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Brauche ich nicht. Was, wenn ich ein Tierwesen nicht in seinem üblichen Lebensraum finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen Sie in der Nähe oder warten Sie einfach, bis Sie zurückkommen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Alles klar.
Wie war es denn so, für einen Wilderer zu arbeiten? Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Deeks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Deek. Oh. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und mehr will Deek nicht sagen. Okay. Aber Deek ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Mein Gott. Ich habe schon einen. Ich habe schon einen gerettet. Hast du für heute noch ein Tierwesen im Sinn? Gerettet. Oh ja. Ja. Auf einer Lichtung in der Nähe wohnt eine Herde Mondkälber. Folgen Sie dem Pfad den Hügel hinauf. Deek wird Sie dort treffen. Und die kriegen alle das gleiche Futter. Moin, Deek. Was liest denn da Schönes? Oh, der hat sogar eine Brille auf. Sieht nach Märchen aus. Hallo, Deek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Wie bist du in Hogwarts eigentlich gelandet? Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Deeks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Deek hat es am besten getroffen, da Deek nach Hogwarts kam. Deeks Freunde hatten nicht so viel Glück. Ich rette ein Mondkalb. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deek wartet auf ihre Rückkehr. So, na gut. Und warten wir mal auf die Dunkelheit. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Ja? Ja? Her mit dir! Jetzt ist alles gut. Ah, ich bin so ein guter Mensch. Einfach das Kind seiner Mutter entrissen. Deek, wir haben es geschafft. Wir sind gute Menschen. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt einen Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Deek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen Sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deek wird Sie im Raum antreffen, wann immer Sie bereit sind. Oh, hopsen die dann bei mir im Raum der Wünsche rum, oder was? Wirst du noch sehen. Alter, die kacken mir doch alles voll. Ja, solange ich Deek hab, der da schön sauber macht. So. Nee. Da. So, Deek. Ich will auch endlich meinen Hippogreif. Als Flugtier. Als Reittier. Deek findet sie. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Let's go. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft Ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Na nun! Sie haben es geschafft. Aber was ist es? Das weiß Deek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir ein Gewächshaus jetzt etwa?
Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Jetzt schnell die Tür hinter Dieg zumachen. Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Wie, und die leben dann alle miteinander? Ja. Tippe auf Right Button. Wieder ein Tierwesen aus dem Inventar, um es hinzufügen. Tierwesen können im Hochland gerettet werden. Drei Knuddelmuffs, ein Jobber, ein Null und ein Mondkalb. So, na dann. Zack. Dick glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dick auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft Ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für Sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn Sie magische Materialien von Ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dick Ihnen, wie Sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Aber ist das nicht genau das, was er kritisiert hat? Dass ja, darum finde ich das halt so. Also, ne, die Begründung ist halt einfach nur, die haben sie halt besser als bei den Wilderern, aber wir reißen sie ja trotzdem aus ihrem Lebensraum. Ja. So, Tiere, ihr seid jetzt hier, freut euch! Nice. Was ich hier in diesen Tierwesengehegen quasi voll lange nicht bemerkt habe, bis ich das Spiel durch hatte und meine Sammlung vervollständigen wollte, dass du tatsächlich hier auch Sachen finden kannst. Ach ja. Aha. Ja, mir fehlten nämlich noch so ein paar Sammlungssachen und ich habe die partout nicht gefunden. Und dann habe ich gemerkt, aha, hier sind auch noch Kisten. Ja, zum Beispiel Boden gab es hier. Ja, du kannst hier ziemlich viel hinstellen. Du kannst hier ganze Ruinen aufstellen und ganze Häuser sogar, wenn du es gefunden hast. Ja. Alles nicht schlecht. Hast du wieder eingesaugt? Ja, ich habe den wieder eingesaugt. wie packe ich den nochmal? Right Button, genau. Entschuldigung, raus mit dir. So, jetzt komm her. Oma! Hä? Scheiße, ich war im falschen Slot. Komm zurück! Komm zurück, ich hab dich gerettet! Flucht! Hier! Friss! Es tut mir leid, ich hab mich vertan. Nimm hier mein Essen, liebe mich! Ja! Friss jetzt was, mein Gott! Oh. Kann ich dich gleich bürsten? Muss ich warten, bis du aufgegessen hast? Ja, das ist ein bisschen nervig, du musst warten, bis du aufgegessen hast. So, du, komm her, iss. Oh. Schon süß. So, das ist der kleine Knuddelmuff. Komm her. Oh, die kleine Zunge. So, bist du fertig da hinten? Zack. Schön Federn rausreißen. Da. So, alles gefunden. Jetzt gucke ich, kann ich hier auch fliegen? Oh, schade.
gucke ich mal da oben noch. Da scheint es noch was zu geben. Wunderhübsch hier. Na ja. Schön noch Eier klauen. So, Deek, bin fertig. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deek. Deek kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann okay. Probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Tschö. Na, da kann ich den Rest hier nicht auch noch rauslassen. Zack. Hier müssen natürlich auch noch was fressen. Ah, okay, kann man hier auch durchschalten. Sehr schön. So, bist du dann soweit? Kann ich? So. Ah, ist schon sehr cool gemacht hier auch. Die Transition ohne Ladebildschirm. So, okay. Hab ich das noch im... Ne, ich hab's schon lange rausgepackt. Na gut, dann, das war's. So, das pack ich... Vielleicht einfach hier mit hin. So. Das hatte ich auch noch. Und das lässt es verschwinden. Dann pack ich das einfach da mit hin. Oh mein Gott. So, dann beschwören wir mal. Das ist unter Nutzen. Verzauberter Webstuhl. Ist doch Jacke wie Hose, wo der hinkommt. Hier so einfach davor. Noch ein Stück. Okay. Zack. So, und jetzt kann ich hier in meinen Kram einweben. Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern oder deiner Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Neue Tierwesen können in Bauen gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Okay. Lohnt sich das jetzt schon? Ich wechsle doch demnächst bestimmt die Klamotten wieder, oder? Also es lohnt sich, diese Eigenschaften da reinzupacken. Ja. Aber das Upgraden, würde ich sagen, lohnt noch nicht. Besserung anzeigen. Es gibt schon viele krasse Werte, aber... Gut, du könntest die Klamotten dann halt länger tragen, wenn du es upgradest. Ja. Dann musst du nicht andauernd austauschen, aber verbraucht natürlich Materialien. Du musst halt dann auch immer wieder regelmäßig, ich glaube alle 20 Minuten war das, bis deine Tierwesen neue
Sachen produziert haben, dann halt immer was Neues holen, damit du halt Materialien hast zum Upgraden. Ja. Ich muss es ja jetzt eh für die Quest einmal machen. Genau. Man braucht da schon ziemlich viele für. So am besten fängt man sich dann ja von einem Tier dann erstmal so ziemlich viele, damit man schnell Materialien bekommt. Ja. Okay. So. Eigenschaften betrachten. Jetzt haben wir hier vielleicht irgendwas, was noch nicht so krass ist. Falls ich das dann wieder wechsle. Reduzierter Schaden durch schwarze Magier. Ach komm. Machen wir einfach durch Kobolde. Zack. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Deke zeigen. Deke! Fertig! Deke! Schon wieder am Lesen hier. Ich habe den Webstuhl benutzt, Deke. Hast du gesehen, Deke? Ich habe den Webstuhl benutzt, Deke. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deke ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Funktioniert der Webstuhl bei allen Kleidungsstücken? Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Deke nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Deke weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Und sag mal, kann ich von dir nicht auch ein Stück Augenbraue oder so einweben? Danke für deine Hilfe, Deke. Wenn du das machst, dann so, deine Unterwürfigkeit hat sich gesteigert. Putzskill freigeschaltet. So. Okay, dann sind wir hier fertig mit Deke. Ich könnte jetzt nochmal reingehen, mir die Tiere angucken, aber... Wir haben ja schon ein bisschen was erfahren, zumindest über Knuddelmuffs. Mhm. Okay. Das Bild ist so geil. Wieder versucht, dir das beizubringen. Oh mein Gott. Aber er hört nicht auf, er gibt nicht auf. Das ist es, was Hogwarts uns lehrt. Nicht aufgeben. Oh! Ist das... Nee, das ist nicht Sir Nicholas, oder? Ich glaube nicht, nein. Ich habe den tatsächlich so im Schloss nicht gefunden. Aber alle anderen, ne? Hat man schon mal gesehen. Alle anderen habe ich schon mal gesehen, aber auch halt eben, weil die dann geredet haben und dann mit Untertiteln klar wurde, dass die da sind zum Beispiel. Ja. Aber den nicht. Ich weiß aber, dass er halt existiert in dem Spiel, aber ich habe ihn nicht gefunden. Hallo, Homura. Sehr spannend. Vielleicht fliegt er uns ja mal über den Weg. So, Freunde, wir sind jetzt auch gleich bei 50 Minuten, deswegen würde ich sagen, auffälliger Umhang. Wir schauen einfach nochmal hier so durch die Räume. Hallo! Hallo! So, Ausrüstung. Zack. Hübsch. Gut. Ich weiß gar nicht, wann es sich noch mehr Nebenaufträge generiert. Ob das automatisch passiert, wenn ich einfach die Hauptquests weitermache, weil es sind ja jetzt nur noch die drei hier, aber es wird ja noch mehr geben. Es sind die drei, die du angenommen hast. Es kann aber auch sein, dass du auf der Map einfach noch welche hast. Musst mal gucken. Aber die werden, wenn du die Hauptquest progressst, immer wieder freigeschaltet. Ich glaube, du hast noch welche. Zum Beispiel irgendwie oben beim verbotenen Fall. Nee, da war, glaube ich, das mit den Schmetterlingen. Ah, nee, das Symbol ist jetzt weg, okay. Oh, was ist das? Aber ja, manchmal sind noch... Okay. Berüchtigter Gegner? Könntest du mal vorbeischauen. Relativ clean hier alles aus, ne? Schon einiges auch abgeschlossen. Ja. Okay, dann schauen wir da nochmal schnell hin, wer sich da verbirgt.
Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend für heute. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich war bei irgendjemandem im Haus. Ach, gucke an. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben. Sie braucht einen Trank, genau. Bei ihr war ich schon. Dafür könnte ich etwas Donnergebrauch. Habe ich noch einen? Könnte denn ein Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ich fürchte nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich habe keins bei mir. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie wären. Oh mein Gott. Dann mache ich das schnell. Karte von Hogwarts. Zack. Zack. Mach mal ihr halt ein Donnergebräu. Na los, geh rein, Dick. Ich lass auch offen. So. Donnergebräu. So, oh, ich muss mir auch unbedingt noch Mega Power Trank machen. Ja, der dauert eine Weile. Da machen wir erstmal an den beiden Tischen hier. Zack. Und noch ein. So, hier, guck mal. Ich glaube, ich kann auch noch was. Jawohl. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Auf jeden Fall. Mega Power Trank. Trank. Professor Sharp wäre so stolz, wenn er das sehen würde. Seite 394 im Buch. So. Ich glaube, ich habe den jetzt. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Wie viele Tränke haben wir jetzt? 9. Also 10. So. Weltkarte. So, wo war das hier? So, jetzt habe ich deinen Donnergebräu. Extra eine längere Folge heute. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem... Könnte denn ein... Ja, natürlich. Ja, ich habe welches dabei. Hier, bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Zum Dank für Ihre Großzügigkeit. Dankeschön. Wie und sonst nix? Erfahrungspunkt oder so? Oh. Scheinbar nicht. Na gut, Freunde. Aber dann würde ich sagen, schauen wir uns den berüchtigten Gegner in der nächsten Folge an. Ja. Bleiben wir erstmal hier stehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.